In Dresden wurde am Nachmittag der Striezelmarkt eröffnet. Er gilt als ältester Weihnachtsmarkt Deutschlands. In diesem Jahr sind die mehr als 200 Buden und Attraktionen erstmals komplett barrierefrei zugänglich. Geboten wird von Kunsthandwerk über Dresdner Stollen bis Glühwein alles, was weihnachtliche Stimmung verspricht. Bis zum 23. Dezember hat der Striezelmarkt von 10 bis 21 Uhr geöffnet. An Heiligabend ein letztes Mal bis 14 Uhr. Wintereinbruch in Deutschland. So wie die Insel Sylt zeigten sich viele Regionen heute von ihrer winterlich malerischen Seite. In Sachsen waren manche Dörfer tief verschneit. Der Schnee sorgte aber auch für Probleme. Immer wieder kam es zu Verkehrsbehinderungen, da Autos von der Straße rutschten. Bei Osnabrück in Niedersachsen drohten Bäume auf die Straße zu stürzen und mussten gefällt werden. In der Nacht hatte die Polizei bereits zahlreiche Unfälle gemeldet. Und nun das Wetter für morgen, Donnerstag, den 30.11.